Heimat, eine Dimension der Zukunft. Mein Beitrag versucht, den Bloch'schen Begriff der Heimat in psychologischer Perspektive zu reflektieren und bedient sich dabei des Denkens und der Konzepte von Erich Fromm. Dass der Philosoph Bloch und der Sozialpsychoanalytiker Fromm aus einer ähnlichen eigenen Erfahrung von Hoffnung in einem ähnlichen Verständnis von Hoffnung auf Heimat kommen, mag mit ihrer jüdischen Sozialisation, mal gucken, ob das funktioniert, ja, mit ihrer jüdischen Sozialisation, der messianischen Idee im Judentum und mit beider Begeisterung für das Denken von Karl Marx zu tun haben. Für Fromm war das wichtigste Anliegen von Marx die Emanzipation des Menschen zu einem Individuum, die Überwindung der Entfremdung, die Wiederherstellung seiner Fähigkeit, sich zu Menschen und zu Natur in Einklang zu setzen. Marx Ziel ist im Wesentlichen prophetischer Messianismus in der Sprache des 19. Jahrhunderts. Soweit ein Zitat von Fromm. Für Marx, Bloch und Fromm gilt, dass Heimat eine Dimension der Zukunft ist, also nicht etwas, nach dem wir uns zurücksehnen, eine Symbolisierung von vergangener Geborgenheit, Sicherheit und Vertrauen, sondern etwas Zukünftiges, worin noch niemand war. Bei Fromm taucht der Begriff Heimat in diesem Sinne bereits in seiner Dissertation auf, von 1922. Zitiere daraus: Eine besondere Rolle spielte im Chassidismus die Liebe zu Palästina. Anstelle des einen, der im Augenblick, im Augenblick die Erlösung bringt, tritt das Land, das einst, wenn alle durch ihre eigene Kraft zur Erlösung reif sein werden, die Heimat der Erlösten sein wird. Soweit das Zitat. Fromm, der durch den Einfluss des Frankfurter Rabbiners Nobel in eine zionistische Studentenverbindung eingetreten war, äußerte kurze Zeit später in einem Beitrag für die Neue Jüdische Presse erste Zweifel daran, dass die zionistische Studentenverbindungen wirklich das Ziel verfolgen, aus eigener Kraft zur Erlösung reif zu werden. Unter der Überschrift Wohin führt der Weg? Schrieb der 22-jährige Fromm dort, Zitat, die Aufgabe der Jugend ist es, das zu tun, was ihr zukommt, nämlich Verantwortung für das Schicksal des Judentums zu fühlen und zu ihm heimzukehren. Denn was den Alten oft versagt, ist der Jugend gegeben, die Möglichkeit innerer Erneuerung, Rückkehr zur Heimat, in geistigem und geografischem Sinne. Soweit Fromm 1922. Das Anliegen Fromms ist aber die innere Erneuerung, ohne die keine Rückkehr zur Heimat in geografischem Sinne möglich ist. Da diese innere Erneuerung im Kartell jüdischer Verbindungen nicht realisiert fand, traten er und seine Jugendfreunde Ernst Simon und Ernst Schachtel Anfang 1923 aus dem Kartell jüdischer Verbindungen wieder aus. Fromm wandte sich vom Zionismus ab. Später beklagte er in Briefen den nationalistischen und gruppennarzisstischen Charakter des Zionismus und brachte seine Überzeugung zum Ausdruck, dass, Zitat, dass der politische Zionismus einer der falschen Messiasse ist. Statt für die innere Erneuerung des Judentums zu kämpfen, begeisterte sich Fromm ab 1923 für eine andere Art innerer Erneuerung, um die er zeitlebens bemüht war, die Arbeit mit dem eigenen Unbewussten.
zu der ihm, vermittelt durch seine Freundin und spätere erste Frau, Frieda Reichmann, die Psychoanalyse Freuds den Zugang verschaffte. Nun, bevor ich darauf näher zu sprechen kommen werde, möchte ich zunächst zeigen, wo sich diese Zukunftsdimension von Heimat im Werk von Fromm besonders deutlich zeigt. Das Menschenbild Fromms ist ganz wesentlich bestimmt von seiner Sicht der Ursprungssituation des Menschen. Für Fromm gründet die Evolution des Menschen darauf, ich zitiere, dass er seine ursprüngliche Heimat, die Natur, verloren hat und niemals zurückkehren, niemals wieder ein Tier werden kann. Er kann nur den einen Weg einschlagen, seine natürliche Heimat zu verlassen und eine neue Heimat zu suchen, eine Heimat, die er sich selbst schafft, indem er die Welt zu einer menschlichen Welt macht und selbst wahrhaft menschlich wird. So Fromm in Wege aus einer kranken Gesellschaft 1955. Dass der Mensch sich selbst zum Gegenstand der Erkenntnis machen kann und dass er sich Wirklichkeit auch unabhängig von sensorischen Reizen vorstellen kann, diese Vernunftbegabung, ich zitiere, zwingt ihn, sich unablässig mit der Lösung seiner an sich unlösbaren Dichotomie zu beschäftigen. Darin unterscheidet sich die menschliche Existenz von der aller übrigen Organismen. Die an sich unlösbare Dichotomie besteht darin, dass er ein Teil der Natur ist und zugleich die übrige Natur transzendiert. Ich zitiere, er ist heimatlos und ist trotzdem an die gleiche Heimat gebunden, die er mit allen Geschöpfen gemeinsam hat. Und so erlebt der Mensch seine Dichotomie. Auch hier ein Zitat. Er kann sich nicht von seiner Geistigkeit befreien, auch wenn er es wollte. Er kann aber auch nicht von seinem Körper frei werden, solange er lebt. Und sein Körper veranlasst ihn, leben zu wollen. Da der Mensch ein Bewusstsein seiner selbst besitzt, kann er sich bei aller Befriedigung seiner materiellen Bedürfnisse dennoch nicht seine seelisch-geistige Gesundheit erhalten. Wenn er nicht mit anderen Menschen in Beziehung tritt, sodass er sich zu Hause fühlen kann und er vor der völligen affektiven Isolierung und Abgesondertheit bewahrt wird, die für schwere seelische Erkrankungen typisch ist. Insofern der Mensch ein Tier ist, kämpft er gegen den Tod. Insofern der Mensch ein Mensch ist, kämpft er gegen den Wahnsinn. Er tut dies, indem er auf verschiedene Weise auf andere bezogen ist. Auch dies ein Zitat. Der Übergang von den höheren Primaten zum Menschen, die Entstehung des Menschen also, ist durch die existenzielle Notwendigkeit gekennzeichnet, den Verlust instinktiver Bindungsstrukturen durch eigene, spezifisch menschliche Bezogenheitsstrukturen zu ersetzen. Zitat: Die Notwendigkeit, immer neue Lösungen für die Widersprüche seiner Existenz zu finden, immer höhere Formen der Einheit mit der Natur, seinen Menschen, seinen Mitmenschen und sich selbst zu finden, ist die Quelle aller psychischen Kräfte, welche den Menschen motivieren, die Quelle aller seiner Leidenschaften, Affekte und Ängste. Fromm hat dieses Bezogenheitsbedürfnis des Menschen auf die verschiedenen Dimensionen menschlichen Bezogenseins hin reflektiert. Der Mensch muss auf die Wirklichkeit bezogen sein, er muss auf andere Menschen bezogen sein, er muss auf sich selbst
bezogen sein und sich identisch erleben können. Er muss auf einen Rahmen der Orientierung und auf ein Objekt der Hingabe bezogen sein, also irgendeine Weltanschauung entwickeln oder und etwas Sinnvolles tun. Und er muss schließlich auf eine natürliche und soziale Beheimatung bezogen sein. Fromm nennt dieses existenzielle Bedürfnis das Bedürfnis nach Verwurzelung. Und er bekundet dieses Bedürfnis so, ich zitiere: Wenn der Mensch seine natürlichen Wurzeln verliert, wo befindet er sich dann und wer ist er? Er würde allein stehen, ohne eine Heimat. Er wäre wurzellos und könnte die Isolierung und Hilflosigkeit seiner Lage nicht ertragen. Er würde wahnsinnig. Auf seine natürlichen Wurzeln kann er nur verzichten, wenn er neue menschliche Wurzeln findet, und nur nachdem er diese menschliche Verwurzelung gefunden hat, kann er sich wieder in der Welt zu Hause fühlen. Ist es demnach verwunderlich, dass wir beim Menschen eine tiefe Sehnsucht feststellen, die natürlichen Bedingungen nicht abzubrechen und sich dagegen zu wehren, von der Natur, der Mutter, dem Blut und dem Boden hinweggerissen zu werden? Mit dem letzten Satz spricht Fromm auch gleich das Problem an, auf welche Weise diese Bedürfnisse befriedigt werden und speziell das Bedürfnis nach Verwurzelung. Wie ein roter Faden zieht sich durch sein gesamtes Werk, zieht sich durch das gesamte Werk von Fromm die Frage der Alternative zwischen regressiven und progressiven Antworten auf die spezifisch menschlichen Bedürfnisse nach Bezogenheit. Dabei führen die regressiven Antworten zu einer Fixierung an frühe Bindungsstrukturen und zu einer Verkümmerung des Explorationsverhaltens, des Autonomie- und Freiheitsstrebens und zu einer Behinderung des Individuationsprozesses. Regressive Antworten auf die verschiedenen Dimensionen des Bedürfnisses nach Bezogenheit haben psychisch und geistig nicht produktive Wirkungen und manifestieren sich in einer nicht produktiven Orientierung der psychischen Antriebskräfte des Menschen. Sie artikulieren sich, wie Fromm auch sagt, an einer nekrophilen Orientierung, bei der der Mensch mehr vom Leblosen als vom Lebendigen angezogen wird. Oder in einer Orientierung am Haben und Verfügen über Objekte, ohne die man sich selbst dann nicht spüren kann. Umgekehrt führen progressive Antworten auf die Bedürfnisse nach Bezogenheit zum Erwerb neuer Kompetenzen, sensomotorischer, emotionaler und geistig-intellektueller Art, die den Menschen unabhängig und frei von fremden Kräften machen, eben weil er aus eigenen psychisch produktiven Antriebskräften lebt, alles Biophile attraktiver findet und aus seinem eigenen Sein, das heißt aus seinen eigenen körperlichen, geistigen und affektiv-emotionalen Kräften zu leben imstande ist. Betrachten wir diese Alternative noch ein wenig näher im Blick auf das Bedürfnis nach Verwurzelung. Das Bildwort von der Verwurzelung im Englischen rootedness ist uns aus der Pflanzenbiologie vertraut, aber auch aus der Abstammung, um die Abstammung zu kennzeichnen. Christen sprechen von Jesus als aus der Wurzel Jesse geboren, wenn sie Jesu Abstammung von König David, dem Sohn von Jesse, meinen. Verwurzelung hat wie Heimat mit der Natur, aber auch mit der Familie, dem Stamm, der Nation, der Kultur und Gesellschaftsschicht zu tun, also mit allem, was uns ein Gefühl der Zugehörigkeit
und der sozialen Identität ermöglicht. Nach Fromm muss jeder Mensch nicht nur in irgendeiner Weise auf einzelne andere bezogen sein, sondern sich auch einer natürlichen und sozialen Umwelt zugehörig fühlen. Das ist ein existenzielles Bedürfnis, ohne das der Mensch, ohne dessen Befriedigung der Mensch nicht überleben kann. Wie dieses Bedürfnis nach Heimat und Beheimatung konkret befriedigt wird, dafür gibt es nach Fromm regressive und progressive, nicht produktive und produktive Antworten. Aber man kann und darf dem Menschen das Recht auf Heimat grundsätzlich nicht streitig machen. Hierzu möchte ich einige empirische Fakten erwähnen. Menschen, die aus ihren Heimatländern flüchten mussten, erkranken in kulturell stark verschiedenen Gastländern sehr viel häufiger an Psychosen als die Durchschnittsbevölkerung des Gastlandes. So erkrankten einer Studie von 2016 zufolge in Schweden Flüchtlinge dreimal häufiger als die einheimische Bevölkerung an einer Schizophrenie oder anderen nicht affektiven Psychosen. Die Autoren der Studie betonen eigens, dass bei den Untersuchten, Zitat, auch postmigratorische Faktoren eine Rolle spielen. Also dass nicht diese hohe Erkrankungsquote was mit der Traumatisierung allein zu tun hat, sondern eben genau mit dem Leben in einer fremden Kultur. Und dass damit das Problem der Entwurzelung in der fremden Kultur tatsächlich ein pathogener Faktor ist. Aus einer völlig anderen Forschungsrichtung kommt der folgende empirische Hinweis auf die Notwendigkeit, sich einer Welt zugehörig zu fühlen zu müssen, um überleben zu können. Bei der Erforschung der sensormotorischen Entwicklung des Menschen wurde lange Zeit dem Tastsinn kaum Bedeutung beigemessen. Forschungen von Martin Grunwald an der Universität Leipzig haben deutlich andere Ergebnisse gezeigt. Menschen können ohne Hörsinn, ohne Sehsinn, ohne Geruchs- und Geschmackssinn sehr wohl überleben. Ohne Tastsinn gibt es aber kein Überleben. Das Tastsinnesystem ist das erste Sinnesystem, das sich entwickelt. Und zwar schon ganz früh im Mutterleib. Mit dem Tastsinn nehmen wir zuerst und vor allem unsere Umwelt wahr, und können wir neuronal Vorstellungen von einem Körper selbst und von Umwelt und Gegenständen ausbilden. Das ist übrigens biologisch der Hauptsinn der sogenannten oralen Phase, in der der Säugling und das Kleinkind alles in den Mund nehmen und eben nicht der Saugreflex oder das Konsumieren müssen. Der Tastsinn ist die sensorische Basis für unser Vertrauen in die Umwelt. In unserer Haut, aber auch in den Muskeln und Sehnen sitzen Millionen von unterschiedlichen Rezeptoren, die es dem Gehirn ermöglichen, ein Bild von uns und unserer Umwelt zu erzeugen, mit dem Ergebnis, dass wir uns in unserer Haut wohlfühlen oder auch nicht. Dass der gerade mal 1,5 cm große Embryo bereits ab der 7. Schwangerschaftswoche auf Berührungsreize an den Lippen mit einem Zurückweichen des Kopfes sowie ganzkörperlichem Zucken reagiert, dann in der 17. Schwangerschaftswoche, der Fötus ist gerade mal jetzt 13 cm groß, wachsen den Fötus am gesamten Körper, außer an den Handflächen und den Fußflächen, circa 5 bis 7 mm lange Härchen, das Lanugo-Haar. Diese Behaarung, die sich im Laufe der Schwangerschaft wieder verliert, so etwa ab der 33. Woche, hat keinen anderen Zweck als einen Sinn
für die Umwelt im Uterus zu entwickeln und erste Ahnungen des eigenen Körpers und seiner Bewegungen zu ermöglichen. Sich in seinem Körper und in seiner nächsten Umgebung heimisch zu fühlen zu können, hat also eine sensorische und bereits pränatale Vorgeschichte, deren Störungen sich zum Beispiel in verzerrten Körperwahrnehmungen auswirken, wie sie besonders eindrücklich bei Magersüchtigen sich finden. Dass es ein Bedürfnis nach Verwurzelung und ein Recht auf Heimat gibt, möchte ich drittens noch mit Erkenntnissen unterfüttern, die aus der Bindungsforschung bei Säuglingen und Kleinkindern kommen. Im Anschluss an die Pionierarbeiten von John Bowlby hat die Bindungsforschung inzwischen die Notwendigkeit einer möglichst sicheren Bindung an Bezugspersonen in den ersten 15 Lebensmonaten als überlebensnotwendig empirisch nachgewiesen. Gleichzeitig hat sie in sogenannten fremden Situationen Verfahren entwickelt, über die sich die Qualität der Bindung als sicher, als unsicher vermeidend, unsicher ambivalent oder gar als desorganisiert ermitteln lässt. Der Fortschritt der Internalisierung von Bindungserfahrungen kann gleichzeitig an der Präsenz von inneren Objekten und Repräsentanzen sicherer Bindung gemessen werden. Die Bildung innerer Objekte und Repräsentanzen einer sicheren Bindung zeigt sich dann darin, dass Kinder in zunehmendem Maße in Situationen der Trennung von ihren primären Bezugspersonen eine fremde Bindungsperson nicht als Bedrohung mehr erleben, sondern gegebenenfalls sogar als einen sicheren Hafen wahrzunehmen imstande sind. Und dass durch die Trennung ihre Aufmerksamkeit und ihr Interesse für die Welt nicht beeinträchtigt wird. Mit ihren Forschungen hat die Bindungstheorie eine wichtige Weichenstellung für die Fähigkeit erkannt, Heimat in der Zukunft, im Explorieren des Fremden und des noch nicht Bekannten zu suchen und die Abhängigkeit von primären Bindungen familiärer, ethnischer, religiöser, nationaler oder kultureller Art zu überwinden. Genau darum geht es auch Fromm. Das Bedürfnis nach Verwurzelung begründet ein Recht auf Heimat als anthropologische Notwendigkeit und Conditio humana. Die entscheidende Frage ist aber, ob dieses Recht auf Heimat progressiv oder regressiv realisiert wird. Bezüglich dieser Frage kann Fromm zahlreiche Beiträge aus der Entwicklungspsychologie liefern. Dass Mensch und Gesellschaft nur gelingen können, wenn das Recht auf Heimat in der Zukunft gesucht wird. Entwicklungspsychologisch muss es zu einer psychischen Strukturbildung oder neurobiologisch gesprochen zu neuronalen Netzwerkbildungen kommen, die dann fest mit den Emotionszentren verschaltet sind und dabei derart emotional befeuert werden, dass die psychischen Antriebskräfte des Menschen progredient und produktiv orientiert sind. In Fromms Begriffen formuliert heißt dies, nur wenn eine produktive Orientierung bei den individuellen und gesellschaftlichen Charakterbildungen dominiert, kommt es zu einem offenen Individuationsprozess und zu einer Subjektwerdung, bei dem die autonomen Kräfte des Menschen sein Denken, Fühlen und Handeln bestimmen. Nur wenn der Mensch fähig ist und angesichts der Nutzung künstlerischer Intelligenz auch fähig bleibt, selbst zu denken, aus eigenem Antrieb zu fühlen, einen eigenen
Willen zu entwickeln, zu einem eigenen Urteil zu kommen, sich für anderes und Fremdes zu interessieren und eigene Vorstellungen und Ideen zu entwickeln, ist er auch fähig, Heimat in der Zukunft zu suchen. Ob das Recht auf Heimat progredierend oder regressiv realisiert wird, ist für Fromm die Urfrage des Menschen, weshalb sie auch in den mythologischen Entstehungsgeschichten des Menschen thematisiert wird und durchaus kontrovers beantwortet bzw. interpretiert wird. So wurde der biblische Schöpfungsmythos von Adam und Eva in der christlichen Auslegung als Sündenfall, ja als Ursünde und Erbsünde gedeutet, der dann, zumindest in der protestantischen Version, erst durch den Kreuzestod Jesu seine verderbliche Wirkung verliert. Ganz anders interpretiert Fromm den Fall im Paradies als notwendigen Akt des Ungehorsams, um als Mensch geboren zu werden. In Ihr werdet sein wie Gott, sagt Fromm von Adam, also vom Menschen, sein leidenschaftliches Streben gilt zwar der Rückkehr in jene Welt der Einheit, die vor seinem Ungehorsam seine Heimat war. Er möchte die Vernunft, das Bewusstsein seiner selbst, die Möglichkeit der Entscheidung, die Verantwortung, aufgeben und in den Mutterleib zurückkehren, in die Dunkelheit, wo das Licht des Gewissens und des Wissens noch nicht scheint. Aber so Fromm, er kann nicht zurück. Der Akt des Ungehorsams, das Wissen um Gut und Böse, das Bewusstsein seiner selbst sind nicht mehr rückgängig zu machen. Es gibt keinen Weg zurück, weshalb die Cherubim den Weg dorthin versperren. Der Mensch muss sich als Fremder in der Welt erleben, als sich selbst und der Natur entfremdet, um die Fähigkeit zu gewinnen, auf einer höheren Ebene wieder mit sich selbst, mit seinen Mitmenschen und mit der Natur eins zu werden. Soweit das Zitat. Heimat kann menschlich nur in der Zukunft gesucht werden und nur durch die Praxis der dem Menschen eigenen progredienten Kräfte realisiert werden. Fromms Interpretation des biblischen Schöpfungsmythos als Befreiung des Menschen zu sich selbst lässt sich auch in seiner Interpretation der Menschheitsgeschichte finden, in der von Karl Jaspers sogenannten Achsenzeit zwischen 800 und 200 vor der Zeitenwende kam es in vier unterschiedlichen Kulturräumen zu ähnlichen progredienten Entwicklungen. Für Fromm werden hier die Ideen von der Einheit aller Menschen, von Vernunft, Liebe und Gerechtigkeit als jene Ziele, die der Mensch anzustreben habe, geboren. Zukunft bedeutet immer etwas, über das der Mensch noch nicht verfügen kann und das er sich noch nicht zu eigen gemacht hat, weshalb er Zukunft kognitiv und emotional als ihm fremd erlebt. In einer progredienten Suche nach Heimat, als dem, worin noch niemand war, ist dieses Neue, Andere und Fremde aber anziehend, attraktiv. Gewöhnlich assoziieren wir mit dem, worin noch niemand war, fremde Länder, Kulturen, neue wissenschaftliche Entdeckungen, neue technische Entwicklungen oder wie Herr Hartek heute Morgen schon sagte, den Himmel im christlichen Sinn oder eben neue sinnliche, körperliche, emotionale, spirituelle Erfahrungsräume. Die Psychoanalyse hat diese Möglichkeiten von Erfahrungen des Fremden, Anderen und Neuen eine weitere Dimension hinzugefügt, mit dem Gewahrwerden von Verdrängtem und Unbewusstem betreten wir auch Neuland, wo wir bisher, zumindest hinsichtlich unserer eigenen bewussten Wahrnehmung,
noch nicht waren. Es geht im Folgenden also um das Unbewusste als Heimat, wo noch niemand war. Sigmund Freud hat empirische Zugänge zum Unbewussten aufgezeigt, über die Deutung von Symbolen, Träumen und Fehlleistungen sowie das freie Assoziieren, aber auch über die Erkenntnis von Übertragung und Gegenübertragungen und Widerständen gegen das Bewusstwerden des Unbewussten. Er ging in erster Linie davon aus, dass das Unbewusste als Verdrängung von Unerträglichem zu verstehen sei, von unerträglichen Gefühlen, Gedanken, Vorstellungen, Wünschen, Strebungen und Konflikten sowie von Angst, Schuld und Scham besetzten Erfahrungen. Sie sind für die Betreffenden derart belastend, dass sie vergessen, verdrängt werden müssen. Jemand entwickelt zum Beispiel eine Mordswut auf den eigenen Vater, weil dieser unfähig ist, auch nur ein anerkennendes Wort zu sagen. Ab einem bestimmten Zeitpunkt ist von der Wut nichts mehr zu spüren. Vielmehr tut dem Betreffenden der Vater leid. Oder, anderes Beispiel. Eine junge Frau wird immer ärgerlicher auf das ewig kranke Kind, das ihr die berufliche Karriere definitiv vermasselt hat. Zum Glück spürt sie den Ärger mit der Zeit immer weniger, macht sich allerdings zunehmend Sorgen um das Kind, was sich in einer Überfürsorglichkeit äußert, bei dem das Kind keinen Schritt mehr allein tun darf. Beide Beispiele zeigen, dass ein unerträglicher Affekt verdrängt wird, dafür aber eine gegenteilige Gefühlsäußerung zum Vorschein kommt. Dies muss nicht so sein. Für verdrängte Affekte ist es aber durchaus typisch, dass sie in verschlüsselter Weise wiederkehren. Der für unsere Fragestellung entscheidende Punkt ist nun, dass das, was verdrängt werden muss und also fremd, unbekannt und unbewusst ist, nicht nur die Wahrnehmung des Betreffenden einschränkt und seine Entfremdung von sich selbst vergrößert, sondern auch Auswirkungen auf den Umgang mit anderen Menschen hat. Wenn man mit dem Verdrängten, also etwa der Mordswut oder einem tief sitzenden Ärger, im Kontakt mit einem anderen Menschen konfrontiert wird, dann droht das Verdrängte in der Begegnung mit dem anderen wiederzukehren. Der andere wird dann als fremd und bedrohlich erlebt und man wird alles unternehmen, die Wut oder den Ärger des anderen sich vom Leib zu halten oder gar aktiv zu bekämpfen. Aber auch die Begegnung mit der verschlüsselten Form des Verdrängten im Kontakt mit anderen Menschen, in unserem Beispiel mit dem Mitleid oder der Überfürsorglichkeit, ist problematisch. Das Mitleid bzw. die Überfürsorglichkeit ist dann zwar in der Beziehung etwas Verbindendes, doch muss der oder die andere permanent kontrolliert werden, ob seine oder ihre Gefühle auch echt sind. Und es muss sichergestellt werden, dass der oder die andere keine Gefühle von Wut und Ärger kennt. Gefühle, Strebungen, Wünsche, die einem selbst Angst machen würden, äußern sich also in phobischen Reaktionen anderen gegenüber. Jede Verdrängung bei sich selbst schafft deshalb nicht nur Fremdes bei sich selbst, sondern auch Fremdes in der Umwelt und ist kontraproduktiv für eine Heimatsuche in der Zukunft. Auch gilt, je mehr verdrängt wird, desto fremder und bedrohlicher wird die potenzielle Begegnung mit dem Verdrängten im anderen
positiv gewendet heißt es, was einem von einem selbst vertraut ist, erlebt man auch beim anderen als Vertrautes und deshalb den anderen als vertrauenswürdig. Und jede Bemühung, sich der eigenen Verdrängungen bewusst zu werden, hat immer auch den Effekt, dass andere als weniger fremd erlebt werden, weil das Fremde im anderen nicht mehr als fremd, sondern als etwas Eigenes erlebt wird. Das ist ein wichtiger Grund, warum Erich Fromm täglich Übungen der Selbsterfahrung und die Selbstanalyse praktiziert hat. Ich habe bisher vom Unbewussten in Gestalt des Verdrängten beim Einzelnen gesprochen. Ein wichtiger Beitrag Fromms zur Psychoanalyse war, dass er das Individuum in seiner primären Sozialität gesehen hat und mit dem Konzept des Sozialcharakters oder Gesellschaftscharakters jene neuronale und psychische Strukturbildung bestimmt hat, die den Menschen das erstreben lässt, was eine Gesellschaft zu ihrem eigenen Erhalt braucht. Diese Sicht der Einwirkung der Gesellschaft auf das Denken, Fühlen und Handeln der vielen Individuen bedeutet auch, dass vor allem die Gesellschaft bestimmt, welche Gedanken und Gefühle ins Bewusstsein des Einzelnen gelangen dürfen und welche unbewusst bleiben müssen. Zitiere: Genau wie es einen Gesellschaftscharakter gibt, gibt es auch ein gesellschaftliches Unbewusstes. Als das gesellschaftlich Unbewusste bezeichnet Fromm jene Bereiche der Verdrängung, welche bei den meisten Mitgliedern einer Gesellschaft anzutreffen sind. Bei diesen von der Allgemeinheit verdrängten Elementen handelt es sich um Inhalte, die den Mitgliedern der jeweiligen Gesellschaft nicht bewusst werden dürfen, wenn diese Gesellschaft mit ihren spezifischen Widersprüchen reibungslos funktionieren soll. Soweit ein Zitat von Fromm. Dabei spielen verschiedene gesellschaftlich bedingte Filter eine Rolle. Neben Sprache und Logik, wir hatten es ja heute schon von der Literaturwissenschaft her, von diesem Filter der Sprache, sind es die durch den jeweils vorherrschenden Gesellschaftscharakter definierten Tabus, die darüber entscheiden, ob eine Strebung, ein Bedürfnis, ein Wunsch, ein Affekt oder eine Empfindung bewusst werden darf oder unbewusst bleiben muss, beziehungsweise verdrängt werden muss. So muss in einer Gesellschaft von Kriegern, sagt Fromm, der Einzelne den Wunsch haben, anzugreifen und zu rauben. In einer Gesellschaft friedlicher Ackerbauern muss der Einzelne mit anderen zusammenarbeiten und teilen wollen. In einer modernen Industriegesellschaft muss er arbeiten, Disziplin haben, ehrgeizig und aggressiv sein wollen. Er muss sein Geld ausgeben und er muss konsumieren wollen. Die jeweils gegenteilige Strebungen müssen verdrängt werden. Das, was unbewusst und was bewusst ist, hängt also vor allem von den Gefühls- und Denkmodellen ab, die der jeweilige Gesellschaftscharakter favorisiert. Die Erkenntnis der Vielgestaltigkeit der gesellschaftlichen und kulturellen Verdrängungen, die meistens bedeuten, dass vor allem die progredienten Strebungen unbewusst sind, aber auch Fromms intensivere Beschäftigung mit mystischer Erfahrung und hier vor allem mit dem Zen-Buddhismus, haben bei ihm zu einem Verständnis des Unbewussten geführt, bei dem der Mensch als Ganzheit zu sehen ist und unbewusst zu allem fähig ist, wobei die individuellen und gesellschaftlichen Verdrängungen dafür sorgen, dass das meiste dessen, was der Mensch potenziell ist, unbewusst bleibt. Diese neue Sicht des Unbewussten, die heute Morgen auch schon mal angesprochen wurde, hat weitreichende Folgen und wirkt sich auch auf das Verständnis von Heimat,
worin noch niemand war, aus. In dem 1963 erschienenen Beitrag Humanismus und Psychoanalyse sagt Fromm, ich zitiere, das Unbewusste ist der ganze Mensch, ausgenommen jener Teil des Menschen, der seiner Gesellschaft entspricht. Das Bewusstsein repräsentiert den gesellschaftlichen Menschen. Die zufälligen Grenzen, die durch die historische Situation gegeben sind, in die der Einzelne hineingeschleudert wurde. Das Unbewusste repräsentiert den universalen Menschen, den ganzen Menschen, der im Kosmos verwurzelt ist. Er repräsentiert die Pflanze, das Tier und den Geist in ihm. Das Unbewusste repräsentiert die Vergangenheit bis zurück zur Morgendämmerung menschlicher Existenz. Und es repräsentiert seine Zukunft bis hin zu dem Tag, an dem der Mensch ganz Mensch und an dem die Natur vermenschlicht ist, weil der Mensch naturalisiert ist, im Einklang mit der Natur lebt. Soweit das Zitat. Damit ist unbewusst nicht nur, was verdrängt wurde, weil es gesellschaftlich nicht akzeptabel ist. Vielmehr ist das Unbewusste der ganze Mensch mit seinen Abgrundtiefen, aber auch mit seinen ungeahnten Möglichkeiten. Diese ungeahnten Möglichkeiten, ganz Mensch werden zu können, gilt es zu Bewusstsein zu bringen. Weil mit jeder Bewusstwerdung das, worin noch niemand war, zur neuen Heimat wird. Die Aufgabe jedes Einzelnen ist deshalb nicht nur, sich der individuellen gesellschaftlichen Verdrängungen bewusst zu werden, um deren entfremdende Wirkungen zu reduzieren. Es gilt darüber hinaus, Zugang zu den progredienten und produktiven Kräften des Unbewussten zu bekommen, wie dies zum Beispiel Künstler mit dem Schaffen von Kunstwerken tun, oder wie dies bei Menschen beobachtet werden kann, die in ihrer psychotischen oder psychosenahen Erkrankung auch einen direkteren Zugang zu ihrem unbewussten, kreativen und kognitiven Kraft des Unbewussten haben. Andere Indizien für die kreative Kraft des Unbewussten und seine salutogene Wirkung sind Träume, in denen wir unbewusst die Wirklichkeit oder einen anderen Menschen oft richtiger wahrnehmen als im bewussten Erleben. Und dass es so etwas deshalb nach Fromm auch gibt, wie das humanistische Gewissen, das von einem selbst als einem nicht entfremdeten Menschen spricht. Fromm selbst hat sich täglich Zeit genommen, um über Methoden des Gewahrwerdens und der Achtsamkeit mit den kreativen Kräften des Unbewussten in Kontakt zu kommen. Wie er in seinem Buch Vom Haben zum Sein schreibt, galt sein Interesse dabei vor allem den Erfahrungen und Methoden mystischer Religiosität sowie der psychoanalytischen Selbstanalyse. Wie bereits angesprochen, hat das Bewusst- und Wirksamwerden von Unbewussten immer auch Auswirkungen auf das Miteinander. Wer mit dem Fremden bei sich selbst vertraut wird, der kann im Fremden des anderen etwas Eigenes spüren, sodass der andere sein befremdliches Anderssein verliert. Ich habe dies auf die Person Fromms mal fotografisch dokumentiert gesehen, in zwei Aufnahmen, die mit einer Motorkamera damals gemacht wurden, und diese beiden Bilder direkt nebeneinander zu stehen kamen. Und wo Fromm für den Bruchteil einer Sekunde das Auge geschlossen hatte, so wie wir das relativ häufig tun. Wenn man sich einfach darauf, jetzt auf dieses Bild mit den geschlossenen Augen konzentriert, sieht man einen Menschen, der ganz in sich gekehrt ist, der ganz bei sich sein kann
und im nächsten Bruchteil der Sekunde, wenn er das Auge öffnet, ganz beim anderen sein kann. Das kann nur ein Mensch tun, der in einem ganz regen Umgang mit seinem eigenen Unbewussten ist. Diese Wirkung wird erst richtig verständlich, wenn im Unbewussten jedes Menschen das ganze Spektrum des Menschenmöglichen repräsentiert ist. Was die Menschen im Bewussten erleben, unterscheidet und sie einander fremd erleben lässt, sind die unterschiedlichen individuellen und gesellschaftlichen Verdrängungen. Wenn das Unbewusste den Menschen mit all seinen regressiv und progressiv Möglichkeiten repräsentiert, dann ist der so fremd erlebte andere doch nicht so verschieden von einem selbst. Es gibt etwas Verbindendes und es entsteht etwas Solidarisches. Dies ist für das Fremdheitserleben gegenüber einem einzelnen anderen ebenso wie für das Fremdheitserleben von politisch, religiösen oder ethnischen Gruppierungen, Gruppen so. Ihnen den Kampf anzusagen, ist notwendig, wenn von ihnen etwas tatsächlich Lebensbedrohliches ausgeht. Wenn es um eine inhaltliche Auseinandersetzung geht, ist die Kampfansage meistens nicht zielführend. Das Ziel muss vielmehr sein, einen eigenen Zugang zum Fremden in den anderen zu bekommen, um auf diese Weise einen Moment des Solidarischen in den Beziehungsraum zu bringen. Wer spüren kann, dass er alles Menschliche in sich trägt, dem ist nichts Menschliches mehr fremd. Heimat, worin noch niemand war, gibt es für fromm nur, wenn der Mensch seine produktiven Eigenkräfte praktiziert und nicht aufhört, Heimat im Unbekannten, Fremden und anderen zu suchen, das ihm als universales Unbewusstes schon immer zu eigen ist und seine Hoffnung auf Heimat begründet. Ich danke Ihnen. Wir haben die Möglichkeit, über das eine oder andere zu sprechen, beziehungsweise zunächst vielleicht Fragen zum Verständnis vorzuziehen. Ja, bitte. Das Mikrofon kommt. Sie haben jetzt verschiedene Möglichkeiten des Unbewussten bei Fromm erwähnt. Er kommt ja selbst von Freud her. Und da wird ja hauptsächlich gerade auch, was das Verdrängte angeht, das persönliche Unbewusste genommen. Aber Sie haben jetzt in weiteren Ausführungen von der Ganzheit und all diesen Dingen, durch die Mystik, haben Sie ja auch Bereiche des Unbewussten erwähnt, die etwa auch viel mit dem kollektiven Unbewussten von C.G. Jung zu tun. Ja. Fromm selbst hat sich ja gegen Jung mal sehr kritisch und distanziert verhalten. Aber was Sie jetzt äußern, schafft ja fast eine gewisse Nähe zu Jung, also vom Inhaltlichen her, ja. Kollektiv des Unbewusstes, als jetzt eine Fremdheit. Gerade dies, was Sie zum Schluss gesagt haben, das ist ja auch die Schatten, der Schattenbegriff. Ja. Wenn ich meinen eigenen Schatten immer besser kenne, dann kann ich auch den Schatten des anderen immer mehr erkennen und wertschätzen. Also jetzt bei einer Beziehung, wie könnten Sie in Ihre Darlegung jetzt diese Begrifflichkeit von Jung und Erich Neumann mit einbeziehen? Ja, also ich denke, da gibt es im Verständnis des gesellschaftlichen Unbewussten gibt es die größte Nähe zu dem, was dann bei Jung und auch bei Erich Neumann das kollektive Unbewusste oder auch die ganze Schattenwelt bzw. die Welt der Archetypen gemeint ist. Nur, ich denke, dass
Fromm hat das mal ein bisschen plakativ so formuliert. Ich hab den Eindruck, bei Freud ist das Unbewusste nur der Misthaufen, der Abfallhaufen, was Gesellschaft nicht akzeptiert werden kann. Bei Jung habe ich den Eindruck, das ist nur die Schatztruhe des Menschen. Und es wird viel zu wenig gesehen, wie sehr die konkrete Gesellschaft dafür sorgt, dass wichtigste menschliche Fähigkeiten verdrängt werden müssen. Und für mich ist es eben für mich Fromm ist es eben beides. Das Unbewusste ist sowohl der in Anführungsstrich Ort, wo das, was gesellschaftlich nicht gedacht werden kann, aber es ist zugleich eben auch die Schatztruhe des Menschen, die eine kreative, ein Ort des Kreativen, wenn man einen Zugang zum Unbewussten, zu diesen Dimensionen des Unbewussten bekommt, dann hat man eine ganz andere schöpferische Kraft dabei. Also es gibt da Unterschiede und die Hauptunterschiede liegen natürlich dann darin, wie die aktuellen, konkreten gesellschaftlichen Verhältnisse gesehen werden. Meiner Beobachtung nach, es gibt gerade eine ganz interessante Arbeit, die über dieses Thema der Kreativität bei Fromm und bei Erich Neumann verfasst wurde, von einer Frau, Daniela Liebig. Ich denke, die aktuelle, wenn ich das richtig sehe, was in den jungen Gesellschaften vor sich geht, ist wirklich dieses sich öffnen für die aktuellen gesellschaftlichen, politischen Fragestellungen und Versuche zu machen, wie lässt sich das mit den traditionellen Aspekten der jungen Tiefenpsychologie in Verbindung bringen. Wo ein ähnlicher Prozess läuft, wie er auch in den freudschen Richtungen läuft, wo auch, sagen wir mal, dieser ganze Ansatz bei der Bezogenheit, dieser relationale oder intersubjektive Ansatz heute, eigentlich das ist, an dem niemand mehr vorbeigehen kann und man sich schon sehr fragen muss, warum diese alten Konzepte von Freud her immer noch so weiter fortgetragen werden, die einfach gesamtgesellschaftlich oder interkulturell gesehen überhaupt nicht tragfähig sind. Also da gibt es ähnliche Probleme. Bitte. Ja, erstmal vielen Dank für den erhellenden Vortrag, lieber Dr. Funk, und Ihre sehr angenehme Art zu sprechen. Ich hatte während des Vortrags auch das Gefühl, da ist noch jemand bei sich selbst, nicht nur Fromm. Ja. Und es wirkt auch entsprechend authentisch dann. Und dazu auch meine Frage, dieses bei sich selbst sein oder zu sich selbst kommen. Es wäre eine Kritik auch an Bloch und ob sie der Zustimmung gelingt, dies nicht eher individuell als kollektiv oder anders gefragt, ist das kollektive Unbewusste nicht immer langsamer als das individuelle? Ja. Und weil es gibt da einen Konsens zwischen bei Bloch kommt oft dieses Zitat vor, was Sie auch erwähnt haben, ist ursprünglich von Marx her rührt. Die Naturalisierung des Menschen und die Humanisierung der Natur. Ja. Ist es aber eine Universalie, ein so allgemein formulierter Akt, und das ist der Schwerpunkt bei Bloch, ja. Das ist die Heimat. Aber die ist so allgemein und so kollektiv, dass ich mich frage, wann wird denn der Tag sein? Und geht es nicht schneller bei mir selber? Also ist es nicht unrealistisch oder utopisch, meinetwegen auch, solche Ziele zu setzen? Sollte unser Ziel nicht sein, erstmal beim Individuum zu beginnen? Sei du selbst. Dann kommt der Blick auf den anderen, die ist halt am Asi und so weiter. Oder gibt es doch eine Möglichkeit, das immer als Ganzes herzustellen? Das würde mich interessieren. Ja. Ja, vielen Dank für die Frage. Nun bin ich selber zu wenig ein Bloch-Kenner, als dass ich da profund antworten könnte auf diese Frage. Aber so wie das Herr Hartegg heute Morgen schon mal gesagt hat, das revolutionäre Pathos tut sich da immer etwas leichter, weil es sozusagen vielleicht auf eine kritische Masse hofft, aber ansonsten nicht genau humanwissenschaftlich nicht genau hinschauen muss. Was passiert denn da im Bewussten und Unbewussten dieser vielen Menschen tatsächlich? Und das war ja nun das, was sich Fromm dann auf die Fahne geschrieben hatte, schon bei seiner ersten empirischen Untersuchung
dass er gesagt hat, diese ganzen sich links bekennenden deutschen Arbeiter und Angestellten, die will ich daraufhin untersuchen, ob deren innere Einstellung tatsächlich genauso, also genauso links, ihre innere Haltung genauso links ist wie ihr politisches Bekenntnis. Und er daraus aus der empirischen Untersuchung den Schluss gezogen hat, nee, es ist ein Großteil, der durchaus für die rechten Ideologien, die dann mit dem großen Führer Platz gegriffen haben, anfällig ist, sodass aus der Arbeiterschaft nicht das revolutionäre Potenzial oder zumindest das kritische Potenzial gegen die Machtergreifung der Nationalsozialisten zu erwarten war. Das haben die alles damals schon erkannt. Aber ich denke, diese Unterscheidung zwischen dem radikalen Reformer, der Fromm war, die hat genau damit was mit der Erkenntnis zu tun, dass das gesellschaftlich Verdrängte und das gesellschaftlich Unbewusste um vieles hartnäckiger und langlebiger ist. Das, was wir derzeit in Orbans Ungarn oder in Polen mit der PiS und in anderen, gerade osteuropäischen Ländern erleben, ist meinem Verständnis nach das Ergebnis einer über Generationen hinweg dauernden, hochautoritären Gesellschaft, die nicht von heute auf morgen weg ist, die genauso Generationen braucht, bis sie an Kraft verliert. Und das ist das entscheidende Moment, warum Fromm sehr skeptisch ist, sich hier als der große Revolutionär zu bekennen und revolutionäre Ideen zu promulgieren, weil das Revolutionäre immer über den Sozialcharakter laufen muss. Das heißt, es muss diese innere psychische Strukturbildung, wo viele Menschen zu einer bestimmten Art Wahrheiten verdrängen zu müssen, gebracht wurden, das muss erst ganz mühsam und langsam und viel langsamer, als es in jeder individuellen therapeutischen oder selbstanalytischen Bemühung möglich wäre, braucht viel länger. Von dort her, denke ich, ist es gerechtfertigt, zu sagen, wir müssen eine reformerische Strategie wählen, die in denen die Menschen mehr und mehr spüren können, eine andere Art zu leben, hat in sich eine viel höhere Plausibilität und darum tun wir das. Und nicht auf die große Revolution zu hoffen, die nicht mit der Basis automatisch, wo die Basis nicht automatisch auf einmal neue Menschen in der Basis geschaffen werden. Der Sozialcharakter und das gesellschaftlich Verdrängte bleibt zunächst einmal sehr hartnäckig in den vielen sitzen. Also ich denke, das sind auch die großen Unterschiede zwischen der Rhetorik, sage ich mal, Bloch'scher Art und der Rhetorik von Fromm. Die haben genau diesen Hintergrund an der Bedeutung des gesellschaftlichen Unbewussten oder des Sozialcharakters, Gesellschaftscharakters. Herzlichen Dank, Herr Funk, für den erhellenden und klaren Vortrag. Ich musste bei Ihren letzten Ausführungen auch für Ihre Frage denken an das schöne Biermann-Gedicht. Ich sehe Genossen diesen Weltveränderer, die Welt, er hat sie verändert, nicht aber sich selbst, seine Werke, sie sind am Ziel, er aber ist am Ende. Das war im Hinblick so auf die Höhepunktzeiten der DDR oder der Sowjetunion ja nicht schlecht diagnostisch gesehen. Aber meine Frage zielt in eine ganz andere Dimension. Gerade weil Ihr Vortrag so klar und erhellend war, fällt ja auf, wie dichotomisch die Begrifflichkeit in den Theorien von Fromm ist. Nicht biophil oder nekrophil, haben oder sein, progressiv oder regressiv. Und da sehe ich die Absetzungsmöglichkeit von Bloch, der ja immer die hegelianische Frage gestellt hat, wie viel vom anderen des jeweiligen Terms steckt in diesem Konzept selbst. Also wie viele reaktionäre Vorstellungen gehen in Konzepte ein, die sich als progressiv verstehen. Wie viel Thanatophilie ist in der Biophilie mit drinnen. Wie viel Destruktion steckt in der Bio und dergleichen mehr. Und das wäre eben der Sinn meiner Frage, ob Fromm nicht noch über sich selbst hinauswachsen könnte in seinen Theorien, wenn er anstelle dieser Dichotomie, und das ist ja vollkommen klar, dass wir alle für sein sind und gegen haben,
Biophilie ist gut und Nekrophilie ist schlecht, vollkommen einleuchtend. Nicht? Aber weil es Relevant to Obvious ist, frage ich mich, wie man da weitermachen kann. Und gerade analytisch, jetzt bin ich sozusagen gemein gegenüber Fromm, was gar nicht stimmt, weil ich mit großem Gewinn lese, so wie ich hier einen Vortrag mit großem Gewinn gelesen habe, wie viel Bipolarität, und ich verwende bewusst diesen psychiatrischen Ausdruck der Bipolarität, steckt sozusagen in einem Theoriekonzept, das du dichotomisch arbeiten musst. Also das ist eine der schwierigsten Fragen, nicht weil die Frage schwierig ist, sondern weil die Denkweise, von der Herr Fromm diese Begriffe formuliert, produktiv, nicht produktiv, und diese Alternativen, weil diese Denkweise so schwer zu vermitteln ist. Es sind eben keine Dichotomien im Sinne von Verhaltensvorgaben oder sonst irgendwas, sondern er meint damit, dass in den Menschen entweder die eine Richtung oder die andere Richtung befördert wird. Es geht hier, Fromm benutzt immer den Begriff der Orientierung, im Englischen Orientation. Und es geht immer um diesen Orientierungsbegriff. Das hat sehr mit dem Jüdischen zu tun, wo es auf die Halacha ankommt und wo es auf den Weg ankommt und auf die Richtung, in die jemand marschiert. Und das ist das Entscheidende. Und von dort her werden die Alternativen formuliert. Im frommschen psychologischen Sinne heißt das eben nicht, dass ein Mensch entweder produktiv oder nicht produktiv, sondern ein Mensch geht entweder mehr in diese Richtung oder mehr in diese Richtung. Der faktische einzelne Mensch oder auch die vielen Menschen, die in einer gesellschaftlichen Gruppierung sind, sind immer sowohl als auch. Sie haben sowohl Aspekte, wo sie in diese Richtung marschieren, als auch Aspekte, wo sie in die andere. Die Frage, entscheidende Frage ist, welche Richtung ist stärker in diesen Menschen, im einzelnen Menschen und auch in einer Gesellschaft. Aber diesen Begriff des Dynamischen, also da ist eine Dynamis, eine Kraft am Werk, eine Zielrichtung, die einen in etwas, also es geht ja beim Psychologischen immer um Antriebskräfte, um Strebungen, um etwas, was mich innerlich motiviert, reizt, antreibt und so weiter. In welche Richtung marschiert das? Das ist die Frage. Und das ist aber so schwer zu vermitteln, weil das also Haben oder Sein bis zum geht nicht mehr die Geschichten diskutiert, nicht? Weil es in dieser Alternatierung entweder völlig moralistisch oder gleich irgendwo dichotomisch verstanden oder bipolar von mir aus verstanden wird, weil es nicht psychologisch begriffen wird. Oder psychoanalytisch muss man genauer eigentlich sagen. Es geht um das gesamte, das gesamte Kräfte, psychische Kräftefeld, in das ein Mensch oder viele Menschen in die Richtung oder in eine andere Richtung marschieren. Das ist der Sinn dieser Alternativen dabei. Ja, wir bedanken uns. Okay. Eigentlich schon jetzt dieses Stück über der